früh aufstehen, die Sonne genießen und das flache Wasser genießen. Am Ruder gefällt mir, dass man Kraft und das Feingefühl beides zusammen braucht. Man braucht eigentlich alle Muskeln. So, wenn die Trainerin neben uns herfährt, hat sie meistens technische Sachen. Vor dem Start Nervosität und dann kann man einfach gegen die anderen fahren und einfach schauen, wer schneller ist. Ich rudere Vierer ohne und Achter. Das Miteinander, das Team, das fasziniert mich eigentlich am meisten. Und im Achter muss man eigentlich nicht viel denken, muss man eigentlich auf die Steuerfrau oder den Steuermann hören. Die anderen machen den Sport und ich soll sie dabei begleiten. So. Das Wasser ist schön flach, man sieht die Sonne und man kann sich fit behalten.